Herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Ja, es ist jetzt lange her. Ich habe noch nichts an der Story geändert. Wir sind immer noch auf diesem Schiff hier. Die Leute hier haben uns auch mal nichts zu sagen. Also springen wir einfach mit der, die wir reden sollen, der Van Lanon. Okay. Ja, wir sind erschöpft. Ja, haben wir. Uns redlich verdient, mal eben eine Mütze zu schlafen. Wir benden uns jetzt einfach nach Indol. Oh, da ist Jin. Was ist denn das? Is it working? Hm. Yes. I can hear the blades' voices now. Kann die Stimmen der Klingen hören. Come with me. Akos has found something very interesting. Er hat auch langsam Hirngespinste. Hey, look at this. Was sind denn das für Dinger? Temperantia. Temperantia. More ordained, we're conducting an excavation there. So I thought I should check it out and It's changed a lot, but this shape. That's a Judicium Titan weapon. Yeah. Judicium? I know that name. This is of Heaven and ein Titan. It was destroyed. A casualty of the Aegis War. And it's where the Flesh Eaters were created. Die vegane Menschenfresser. What now? If it's a threat to us, it should be destroyed. Or we could make use of it. Oh, das klingt nicht gut. I can't believe this! Hello, Petroka. And a very good day to you too. Ach, Petroka, die Schwester von Akos. No, don't worry about that. Und we got Mikhail. The goods, no problem. Well, that's something. So, why the temper tantrum? Das wüsste ich auch gern. Obwohl, wir sind wahrscheinlich der Grund. And that's how it went down. Long story short, we had to make a run for it. And you're sure it wasn't wir waren ja auch in der Überzahl. A female blade from Indol. Jin, it's Haze. No doubt about it. Haze. Jin? Mikhail. Irgendwas ist doch mit dem Namen. How was the work on the Marsanis? Oh, that's no problem. It'll take a little longer than I thought, but we'll get there. And Akos, where's the Aegis right now? Wir befinden uns irgendwo in Archipelago. In Left Area. She's on the move, maybe on a ship. Maybe they're heading. Wenn ich das richtig verstanden hatte. Hm? Where are you? Oder zumindest in der Nähe. War doch die Heimat von Rex. What about the Aegis? If that man gets into her head. Not happening. That's not how Mithra works. In fact. She'll be a big help to us. After all, only the Aegis can open up the path to the World Tree. Malus, there's a lot of work to be done on what we got from the Guild. You guys, stay here and help me. Ach, Bana lebt noch. Stimmt ja. Alone. Fine by me. Very well. Take care of yourself. Das klingt doch nicht gut. Wenn Jin dahin will. Der kann doch nur Scheiße mögen haben. Aber diese gigantischen Waffen da. Die würde ich gerne ausprobieren. Und wir fliegen weiter. Mit einem richtig coolen Titan obendrauf. Amazing. It looks like a mountain of clouds. Das sieht schon cool aus. The Leftherian Archipelago. Indol is currently positioned beyond the cloud ridge. It would take quite some time to sail around. So we'll be traveling overland from here. Okay. I suppose not even a Titan ship could surpass such an obstacle. If we have to walk, we'd best get moving now. Na komm, bisschen laufen tut keinem weh. Must be 5 years. Rex, have you been here before? It's where I grew up. Me and Gramps are from Fonset Village.
Just over the ridge here. I wouldn't have pegged you if you left Finn. So this is your home. Ja, ich sagte es ja, der kommt ja von hier. Von Seth. Ich hatte am Anfang gut aufgepasst. Und mich halt auch ein bisschen schlau gemacht. Na dann. Auf durch Left Area. Boah, was ist denn das für eine riesen Wolkenwand? Well, I guess. It'd be quickest for me to lead the way from here. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Over the ridge, right? Indeed. The delegation from Indol will meet us there. Roger that. We'll leave it to Rex. Lead the way. Okay. Ich laufe einfach und ihr folgt mir. We're just following the islands, you know? Hey, it's still dangerous. There's a lot of tough monsters around these parts. Oh, ich hatte zum Verfolgen. Das klingt so, super. What about Fawnset? What about it? Will we pass it? I mean, we could go that way. Let's do it. I mean, let's visit your village. Sie will nach Fawnset. Okay, calm down. Wieso will sie dahin? Not like normal, Pyra. Yeah. I mean, don't you want to see the place where Rex grew up? Sure. But I'm not getting my ears in a twist. Yeah. Actually, that's not a bad idea. That route's probably one of the safest we could take. How about it? Ach, wenn wir auf dem Weg nach Fawnset sind, das ist auch noch der sichere Weg. Then let's do it. Na gut, das klingt doch auch besser. Ich will ja lebend dort ankommen. Und nicht als Leiche. I volunteered to come along. I'm acting as a representative of the Empire. Ah, okay. Is there a problem? Ich habe doch viele Kernkristalle mittlerweile gesammelt, ne? Wie wär's, wenn mir Morak, falls es möglich ist, diese Kernkristalle geben? Oh, yes. That's the Praetorium for you. Impartial to the last, eh? Indeed. Dann hätte die auch ein paar Klingen. Is it near? Sure, we're best friends now. I'll get over it throwing me in jail one day. Okay. Now, my lady. Morag and Brigid are on our side. That's much safer than the alternative. Yeah. Yep. Es ist besser, sie zum Freund zu haben, als zum Feind. Ich glaube nämlich nicht, dass wir Morag nochmal bekämpfen wollen, ne? You're such an idiot sometimes. I'm an optimist. Call it what you want. Still an idiot. Okay, ich bin ein Idiot. Ich akzeptiere es nie, okay? Können wir jetzt weiterlaufen? Go on. Friends, yeah? Komm, reiche die Flosse. Very well. Friends it is. Dann gebe ich dir ein paar Kernkristalle und dann watschen wir los. So, jetzt kling. Ich will Morag, ja, kann ich sogar ein paar Klingen geben. Wir haben 24 Klingen. Das durch 3. Wir geben jedem mal 8 Klingen. Kernkristalle. Wenn irgendeine spezielle Klinge dabei ist, ihr wisst ja, ich zeig euch das. Tja, Leute, ich habe jetzt 24 Kernkristalle rausgehauen, da war nicht eine spezielle Klinge bei. Kein Witz. Nicht eine einzige. Na komm, dann latschen wir mal. In der Hoffnung, dass wir nicht runterfallen. Obwohl, ist das Wolken mehr, ne? Da kriegen wir eh keinen Damage. Wie sieht denn unser Weg aus? Oh, da ist eine Quest. Nebenquesten mache ich übrigens alle privat. Weil ich sitze schon sehr lange an diesem Projekt und ich will das mal langsam fertig haben. Deswegen mache ich Xenoblade Chronicles, das bezieht sich bei mir jetzt nur noch auf die Story. Das Einzige, was ich bei Nebenquests machen würde und auch euch zeigen würde, ist bei Torah
Ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich eine dritte Form für Poppy gibt und die würde ich dann halt auch noch gerne machen. Wenn die verfügbar ist. Ich informiere mich darüber noch. Okay, die Viecher sind wirklich schwach. Es würde sich wahrscheinlich nicht lohnen, eins zu bekämpfen, aber ich bekämpfe trotzdem mal zumindest das Vieh hier, damit wir jetzt wenigstens einen Kampf in diesem Video haben. Weil ich werde trotzdem versuchen, alle Kämpfe zu vermeiden, damit wir hier schnell durch sind. Allein durch Orte und spezielle Gegner kriegt man so viel Erfahrung, das glaubt ihr gar nicht. Komm, so, mach einen Steinschlag. Jetzt ist er auch schwanz, ne? Jetzt, wo ich der blöde Ding eingesetzt habe. Nicht das. Ja, ein schöner Vulkan, der unter deinen Füßen auf einmal weg ist. Nicht hin. Ich habe einen Vogel vom Himmel gefischt. Er wollte sich einen Fisch angeln und dann habe ich ihn geangelt. Wo lang laufe ich jetzt eigentlich? Ach, ich will doch nicht nach Argentum. Ich glaube, ich laufe links rum. Von Karte her. Dafür muss ich geradeaus. Nein. Du bringst mir eh kaum Erfahrung. Deswegen kannst du leben. Du kennst nur noch spezielle Viecher. Es lohnt sich einfach nicht, die kleinen Biester umzubringen. Die bringen vielleicht 50 bis 500 Erfahrung. Und die Erfahrung, die ich brauche, ist ungefähr 10.000 Profi. Und sowas kriegt man halt nur von den Bossen. Da hinten liegt was. Das will ich haben. Das ist eine Kiste. Oh, Geld. 4200 irgendwas. 27, glaube ich. Die Dinger sehen auch ziemlich nice aus, wenn ich ehrlich bin. Und ich muss diese Woche mal ein bisschen die Karas wieder leveln. Ich habe nämlich gerade eben gesehen, da war ein normales Vieh und das war 45. Ein ganz normales Vieh war Level 45. Wobei den Zwischenbossen muss man ja auch mindestens 10 Level drüber sein. Oh, wie sie dich. Hier haben wir zum Beispiel ein perfektes Beispiel. Level 38, ein Boss-Vieh, aber der Kampf wäre wahrscheinlich aussichtslos, weil ich erst Level 40 bin und das Vieh Level 38. Und ihr denkt euch, ey, du hast ja auch ein höheres Level, die kriegst du platt. Nein, Leute, ich krieg die nicht platt. Das muss ich halt leider Gottes sagen. Wenn ich nicht mindestens 10 Level über die bin, bei diesen Bossen, hauen die mich weg. Ich habe schon mehrmals versucht. Selbst dieser eine Truthunder, der war nur Level 20 und ich war Level 19, der hat mich weggehauen wie sonst was. Ich habe ihn erst platt gekriegt, da war der Level 30. Und wir haben einen wunderschönen Tunnel gefunden. Ach, lass mich doch in Ruhe, du Hornpaar. Ich bin eh schneller als du. Wir sollten auch mal wieder Sachen sammeln. Boah, das sieht so awesome aus. Das wird ein Thumbnail, Leute. The forces between the titans bend the cloud sea into this shape. There is a large titan as well, at the center of the cloud mountains. Was? Though being within the cloud sea itself, you won't find humans living on it.
The small titans seem to like clustering around the larger one, and that's what forms the archipelago. Interessant. Wow. So many amazing things to see. Es ist wirklich interessant zu wissen, dass kleinere Titanen sich gerne um große tummeln. Ja. Yeah. You're a driver. Just like us now, Tora. Tora appreciates support from friends. Moralische Unterstützung. Komm, Tora, du schaffst das. Lass dich nicht unterkriegen. Ich will heute nur nach Fonset. Wir haben 1300 Meter vor uns. Und wenn er jetzt kein spezielles Vieh ist, das ungefähr Level 30 ist. Und nicht aussieht wie so ein Ding. Alter, was ist das? Das Vieh würde mich sicherlich zerfleischen. Der Käfig ist liebend gern. Ach, wo man schon davon redet. Ach, na komm. Wir brauchen einen richtigen Gegner heute. Der hier kommt wie gerufen. Los, Leute. Den machen wir noch fertig. Zack. Ach ja, ich mache das mit dem Leveln und mit dem Questen alles nebenbei. Das seht ihr gar nicht. Weil ich sitze schon 3 Monate an diesem Projekt. Und wenigstens ist es ein halbes Jahr draus. Ulfric, sag ich, was ich kann. Hau das Vieh jetzt endlich weg. Danke sehr. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert. Und tschüss. Ich will heute nur noch von Set. Ihr habt jetzt nur ungefähr 1 bis 2 Minuten vom Kampf gesehen, je nachdem, wie ich das jetzt geschnitten habe. Und ich habe hier gerade 20 Minuten dran gesessen. So ein kleines Vieh. Ihr seht, ich muss die unbedingt trainieren. Singen. Bin ich auch noch nicht so weit. Aber ich will weiterkommen. Ich renne jetzt einfach durch bis nach Fonset. Ich gebe jetzt einen Scheiß auf die Viecher. Wir schauen uns dabei noch die wunderschöne Gegend an. Und sehen, dass der Wal von Impiklat, die mal dringend ausgequetscht werden müssten. Einfach durchlaufen. So, wo ist Fonset? Ich tippe mal auf da hinten. Weiter haben wir es ja nicht mehr. Laufen! Komm, 700 Meter, das schaffen wir. Egal, ob die im Brutgebiet haben. Also klar, ich hätte nichts dagegen, eben kurz ein Spiegelei mitzunehmen. Ach komm. Ich wollte was sehen. Deswegen Harmoniegespräch. Poppy und Dora offenbar. Und Byra. Ja. Ja, das ist Wahnsinn, dieser Ort hier. Die sieht aus wie eine Teenagerin. Ja. Wenn selbst Tora beeindruckt ist. Perhaps friends could call Poppy by her model name? Very good idea. What do you mean by model name? Modusname. Well, Poppy
Poppy's smallest mode actually has name Poppy, Poppy Alpha. Alpha. Oh, really? And this form called Poppy Quixotic Tutelar. Quirliges Technikwunder. That is a bit. If friends refer to Poppy as Poppy Quixotic, können wir das abkürzen? That's a little bit of a mouthful. Quixotic? True, true. It difficult to say. Distinction of Poppies may be too hard now. Really? Okay. Yes. In fact, Tora works. Hier, da ist er es gerade. Poppy, Tora erwähnt es gerade. Tüftet an neuem Modus vor Poppy. Das heißt, es wird noch eine dritte Form geben. Das, ich will wissen, wie der dritte Modus aussehen wird. Mit Kusshand. Quantum Technoheldin. That is another very impressive. It sound power. Name came to Tora suddenly when he decided whether to enter swimming pool with left. Das ist nicht so interessant. Name origin story sound complete. So how exactly? Oh really? Ach, die wissen doch gar nicht, wie das aussehen wird. Sound like it not happen anytime soon. Yep. Tora brainstorm day and night. Suddenly one day. Just how inventors do. If Master Pond, when inspiration okay. strike, Master Pond power understood. Ihr vertrauen Tora mal. Breath, Poppy would not. Poppy ist mal wieder voll gemein. You not trust Master Pond at all. Appearances may change, but Pond. Ey, warum ist Poppy eigentlich die ganze Zeit so fies zu Tora? Tora hat Poppy gebaut und Poppy ist voll gemein. Aber irgendwie auf eine witzige Art und Weise. Boah, das Wolkenmeer hier sieht auch toll aus. Ey, man sieht den Baum im Hintergrund. Der leuchtet so schön. Komm, nur noch 400 Meter, dann haben wir es. Has worked hard today. Immer geradeaus. Gleich sind wir da. Der Hase kam nicht mal. Außer auf dem Brot. Der wird sicherlich leckerer braten. Okay, wir sind nochmal angekommen. That takes me back. You wouldn't catch me dead Whoa. Doing that. Don't knock it till you try it. It's how we really? All swim in the clouds. You mean you did that too? Yeah, of course. It came in really handy when I became a salvager. I can't Witzig. Stand it on there. It's not like water. Feels like the clouds are wrapping around you. You don't like heights either. Yep. You get used to it really quick. Yep. Hey, you wanna give it a go? What? Hey, no! You get away from me! Don't touch me! Achtung! That, Rex. Mia beißt gleich! Alright, alright. Honestly, when are you gonna grow up, little? Ich bin's, der ihr da unterschmeißen wird. Ich werde den da unterschmeißen. Die soll ihren Spaß haben. Die hätte uns fast wie eine Katze das Gesicht ausgekratzt, ey. Und das ist jetzt Temperant hier, ne? We've refitted the drivetrain to use our Demian technology. All of the control mechanisms have been beautifully preserved, so we should be able to finish relatively soon. Finally, we will be able to compensate for our forces depletion. A gormat struggle takes its Okay. So. And there are no safety concerns, I trust. Keine Sicherheitsprobleme, die hatten Probleme. Three months ago was most unfortunate. Or had you forgotten? We've been running a sedative drip through the Titan's fluid since then. No further. Ein Sedativ, okay. Ich habe keine Ahnung. Das ist, die sprechen gerade eine Wissenschaftssprache. Ich verstehe kein Wort mehr. That should withstand sustained enemy fire.
Even if it were to be blown up, well, it'll be in enemy territory. Okay, das klingt militärisch intelligent. Aber wenn es um Leben geht, nicht. Judisium, the dead nation that realized flesh-eater technology. I cannot say I find their creations tasteful. I'm aware you do not agree with the principle of fusing blades with human cells. Few people das do. Tue ich auch. Not what I mean. Das klingt nicht so gut. Then what exactly do you? It's said that flesh-eaters were created in the quest for ever stronger blades. But is that really true? Den kann ich, glaube ich, kurz beiseite legen. What I see in them is the shadow of a people scrabbling to prolong their existence. I look at them and see ourselves. That is what I despise. Naja, Menschen sind halt so, ne? For Indol shortly. Much remains to be done. Ach, das ging ja viel schneller als gedacht. Oder auch nicht. So, ich mache jetzt hier den Cut, Leute. Sonst wird das Video viel zu lang. Ja. Nächstes Mal machen wir im VZ weiter. Und kommen hoffentlich auch mal nach Indul. Und ich sag damit hier mit Ciao, Leute.